auf die Plätze, fertig, los! Geht ja noch gar nichts. Oh je je, Herr Schmidt von den Stadtwerken Vilsbiburg, was haben Sie sich denn da ausgedacht? Ja, die Rennbahn steht symbolisch für das Thema E-Mobilität, was wir seit Jahren bewerben. Und wir haben ja auch einige Ladesäulen in Vilsbiburg installiert zum Laden von Elektrofahrzeugen. Und deswegen der kleine Gag mit der Rennbahn. Wie sieht's aus? Nimmt es zu? Hier gibt es ja auch tolle Radwege und so weiter. Die Leute brauchen dann auch mehr Ladesäulen oder bekommen sie da Rückmeldung? Also E-Bikes, das hört man ja allgemein, haben ja sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Aber auch bei den Automobilen kennt man in den letzten ein, zwei Jahren einen deutlichen Zuwachs. Was bieten Sie denn sonst noch alles von den Stadtwerken? Da hinten haben Sie was aufgebaut zum Thema Glasfaser. Wie ist da der Stand momentan in Vilsbiburg? Also die Stadtwerke planen und bauen bereits ein Glasfasernetz in Vilsbiburg und das ist unser zweites großes Thema hier am Stand. Aber wir haben natürlich auch die klassischen Themen wie Wasser-, Stromversorgung oder Wärmeversorgung und können hier die Kunden beraten. Was sind denn die häufigsten Fragen, die die Kunden haben? Die meisten Fragen kommen eher vom Stromkunden über den Tarif beziehungsweise auch vom Wasserkunden, was die Wasserqualität betrifft. Und wie geht es Ihnen so im Wettbewerb mit anderen Unternehmen? Können sich die Stadtwerke immer noch durchsetzen? Also wir können uns behaupten, aber der Wettbewerb wird natürlich zunehmend stärker. Wie wollen Sie den auch in Zukunft bestreiten? Einfach mit Präsenz vor Ort. Die Beratung spielt bei vielen Kunden nach wie vor eine Rolle. Aber das muss man eben hier auf der Messe machen, weil die meisten Verträge heute online abgeschlossen werden oder über den Postweg oder telefonisch. Okay, dann vielen Dank für die Informationen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal in den Endspurt. Und wie ich gehört habe, der Herr Landrat muss da auch schon Radl fahren. Gegen den Bürgermeister. Danke, Herr Schmidt.